Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei unserer Space Engineers Runde. Ihr seht, hier ist ein bisschen was anders. Der zwischen den Folgen Markus war unterwegs und hat nochmal ein bisschen für euch gegrübelt und studiert und überlegt und ist immer noch keinen Schritt weiter als vorher. Hier oben habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen angepasst. Ist alles ein bisschen flacher gemacht. Ich glaube, das ist ganz okay so. Hier hätte ich eigentlich gern einen Turm reingebaut, aber das wird hier eher nichts werden. Oder ich müsste eins höher setzen, was aber auch wieder schäbig aussehen wird. Oder, warte mal. Vielleicht. Vielleicht sieht dann jetzt gleich wie so ein aufgesetzter Pickel aus. Ja. Eine gewisse Pickeligkeit kann ich ihm nicht absprechen. Ja, abrunden damit geht halt auch nicht. Weil dann sind wir unten. Es sei denn, warte. Es sei denn, wir machen das jetzt so, dass wir den hier reinsetzen und dann hier. Also gefallen möchte es mir nicht. Nein, es möchte mir einfach nicht gefallen. Wobei die Abrundung hier oben gefällt mir noch ganz gut. Wenn die Luft dicht hält, würde ich die vielleicht tatsächlich hier auch auf der anderen Seite wiederholen. Dieser Cyclops kommt unangenehm geradlinig näher. Siehst du ähnlich, oder? Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht, okay. So, hier drüben fehlen uns natürlich noch die Platten, die wir beim letzten Mal gesetzt hatten. Was uns auch fehlt, ist der Stahl. So, dann kann die Freundlichkeit, glaube ich, erstmal wieder zurück in den Schrank. Wir bauen eh. Was müssen wir machen? Wir nutzen mal unsere reichhaltigen Ressourcen und bauen mal eine größere Menge an Gewehren und an Freundlichkeit. Vielleicht sollten wir die Gewehre Höflichkeit nennen. Nee, Quatsch, ich glaube. Ach, was weiß ich. So, dann kommt das da rein. Also ich bin mir nicht sicher, ob der vorbeifliegt. Ganz ehrlich, also er fliegt nicht gerade auf und er scheint ganz leicht nach schräg unten zu fliegen. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass der nicht schnell genug, abhaut. Dass der uns noch kreuzt. Und mehr hier langsam mal irgendwie für Klarschiff zu sorgen. Und speaking of Klarschiff. Okay. 113 Schuss können wir auf einmal mitnehmen. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich denke, es wird langsam Zeit, dass wir hier auch mal aufmunitionieren.
Ich habe nicht so ein bisschen die Befürchtung, dass der Kampfeinsatz schneller kommt, als wir uns das vielleicht vorstellen. Ja, und auf den Kampfeinsatz wäre ich tatsächlich gerne vorbereitet. Zumindest insofern, dass ich das Schiff starten kann und direkt vielleicht sollten wir die ganze Munition mal hier unten drin lagern, nur mal so. Ja, genau deswegen. Der ist nämlich dann jetzt doch überraschend nah gekommen, oder? Ja, und er kommt immer noch näher. Bin gespannt, ob der unter uns abtaucht oder ob der dann doch noch auf Kampf geht. Cyclops war, glaube ich, auch schon größerer. Naja. Ich würde sagen, geh mit Gott, aber geh. So, und dann müssen wir hier immer noch fertig machen. Und zu diesem Fertigmachen gehört eine ganz essentielle Frage, nämlich wie kommen wir runter? Momentan wäre mein Ansatz einfach zu sagen, wir gehen hier jetzt knallhart mit, nicht mit Rampen, sondern mit den guten Grated Stairs. In die Tiefe. Dann brauchen wir noch mal Teile für Catwalks. Und jetzt müssen wir ein bisschen schauen, weil wir können nicht beliebig an jeder Stelle irgendwas anmontieren. Eigentlich können wir nur so. Energy low. Und da fangen die Dinge schon an unangenehm zu werden, weil wir müssten hier eigentlich einen Airlock bauen. Haben aber keinen Platz dafür, weil hier der Container jetzt im Weg ist. Was wir höchstens machen könnten, wenn es nur darum geht, einen Container zu haben. Spricht ja eigentlich gar nichts dagegen, das Ding einfach am Boden zu versenken. Ist vielleicht nicht ganz schön, weiß ich auch. Aber ja, was aber eigentlich? Haben wir damit jetzt irgendwas gewonnen? Eigentlich nicht, weil immer ist das Ding im Weg. Also wir können das jetzt natürlich nach vorne setzen. Das machen wir auch. War ein bisschen schade. Macht mich gerade nicht so ganz glücklich. Dass das jetzt hier irgendwie so eine krumme Rohrnummer wird, aber ich kann es nicht ändern. Okay, war klar, dass der jetzt irgendwann doch freundlich wird. Und dann kommt halt unser Airvent hier hinten rein. Es geht leider nicht anders. Ich hätte es lieber irgendwie schöner gelöst. Aber besser irgendwie als gar nicht. Oh, Moment mal. Wenn jetzt hier der Airvent ist, ich glaube, wir das nächste Problem. Energy critical. Och, Spiel. Woher der Hass? Dann halt so. So, und der fliegt aber weg. Der scheint sich nicht weiter für uns zu interessieren. Außer, dass er so ein bisschen. Ja. Okay. Umso besser. Ich bin noch nicht so weit, mich mit Dingen anzulegen. Speaking of noch nicht so weit. Wie viele Gyros hängen jetzt momentan drin? Wir haben hier zwei. Wir hatten da oben, glaube ich, noch mal irgendwo zwei in der Wand hängen. Da sind zwei.
Gefühlt möchte ich da eigentlich gerade noch mal zwei nebendran setzen. Und dann schauen wir erstmal, ob das reicht oder ob wir noch mehr davon brauchen. Och ja, ja, Schmerz, sterb, oh je, huch. Mir krepiert, zu Hülf. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte die Teile für das andere Büro auf Tasche nehmen. Und werden wir mal hier Teile holen. Batterien würde ich eventuell auch nochmal verbauen und wahrscheinlich noch zwei weitere Gyros. Das würde ich aber erstmal auf den Testflug ankommen lassen. Hier könnte man natürlich auch noch was einbauen. Zur Not hier nochmal zwei Batterien. Die kann man ja dankenswerterweise in jede beliebige Ecke knallen. Genauso wie Gyroskope übrigens. Sag mal, die Teile. Geht doch. So, den können wir übrigens mal direkt auf Depressurize stellen. Hat das gemacht? Ja. Ja, I lost him. Er hat ja auch ein unglaublich effektives Ausweichmanöver geflogen. Wer jetzt an Family Guy Lost Harvest denken muss, hat genau denselben Gedanken wie ich in der Sekunde. So, hier hinten können wir noch zwei Gyros in der Batterie reinsetzen beispielsweise. Oder, na, hier können wir nicht mehr. Warum können wir hier nicht mehr? Ganz einfach, weil wir hier runterkommen müssen. Das war das, wo wir irgendwie jetzt vorhin dran hängen geblieben sind. Hängen geblieben. Und zwar bist du eigentlich für einer Reinforced. Aha. Kann sein, dass wir beide uns gleich mal unterhalten müssen, Kollege. So, also. Zurück zum ursprünglichen Plan. Wir schnappen uns einen Catwalk und zwar. Ja, das mit dem Grau macht eigentlich Sinn, weil wir das überall benutzt haben, wo wir langlaufen. Vielleicht sollte man das auch mit einer anderen, irgendwie einer Signalfarbe oder so machen. So, dann würden wir nämlich jetzt hier rauskommen, wenn wir das fertig gebaut haben. Und hätten jetzt hier die unwahrscheinlich tolle Chance. Hier noch irgendwas Cooles einzubauen. Was nimmt man da am blödesten? Ja, warum nicht? Komm. Interior Plates haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Interior Walls natürlich. Die wir jetzt gleich von oben eh nicht sehen werden, weil. Hier müssen wir zumachen. Und zwar kommen wir jetzt gleich wieder mit zwei Sliding Doors ran. Wo sind sie? Da sind sie. Weil ich möchte gerne die Möglichkeit haben, falls unsere Brücke irgendwie eigentlich müssen wir das hier anders machen. Weil wenn unsere Brücke hier oben beschossen wird, dann haben wir eh schon ein Problem. Wenn die Brücke da oben beschossen wurde, dann ist schon Schicht im Schacht. Das heißt,
das Dock sozusagen, oder nicht Dock, das Airlock, das hier irgendwie ins Innere führt, muss ein bisschen weiter unten liegen. Einfach damit wir hier verschwinden. So, hier kommt jetzt natürlich wieder der Trick. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Natürlich auch was anderes probieren. Nee, das mit der Leiter ist schäbig. Nee, dann machen wir wieder den Klassiker. Wir nehmen eine Farbe schwarz. Ach, guck mal, die ist ja schon schwarz, wie praktisch. Und kleben hier wie immer die üblichen Neonröhren dran. Wenn ihr mal spaßeshalber statt hier immer nur den ganz kleinen, machen wir wieder hier die mit Wallbox dran. Hat keinen näheren Sinn, ist einfach nur dafür da, dass die Treppe getragen wird. Ja, mit den Leitern-Dingern, ich weiß es nicht. Ich bin kein großer Freund von Leitern in diesem Spiel. Es macht keinen Spaß, auf ihnen zu laufen. Sie sehen nicht wahnsinnig toll aus. Also, einfach nee. So, und jetzt haben wir hier nämlich das nächste Folgeproblem. Kriegen wir das irgendwie gelöst? Spiel sagt nein. Spiel sagt vielleicht. Nee. Nee, kriegen wir nicht. So nicht. Och, es ist kacke. Leitarmer, Leitarmer. Okay, weißt du was? Schnauze voll hier. Wo sind sie? Reinforced Tubes, ein C davon. Das C hat sich natürlich besonders, weil es nicht luftdicht ist. Nee, das ist nicht gut. Ach komm, weißt du was? Dann wird es an der Stelle dann doch der klassische alte Weg. Conveyor Junction fertig. Weil die können wir wenigstens irgendwie verschalen und die macht jetzt nicht gleich wieder den ganzen Raum undicht. Auch wenn sie vielleicht nicht ganz so schön aussieht an der Stelle. Irgendwo müssen wir sterben. Und in dem Fall geht Funktion vor Optik, weil funktioniert gar nicht vor Optik, bringt halt auch niemandem was. Ich weiß, ich versink schon wieder an meinem Bildschirmrand, ne? So. Ja. Komm, mach mal wenigstens noch ein Röhrchen rein. Das ist hier. Tu mal lieber die Röhrchen. Dass das wenigstens ein bisschen, naja, immer noch scheiße aussieht. An der Stelle können wir wenigstens ein bisschen cheaten. Ich glaube nicht, dass ich noch großes einbauen werde. Nicht hier in die Mitte. So, dann sieht man deswegen nicht ganz so sehr. Okay, dann geht es jetzt hier so rum. An der Stelle können wir jetzt auch noch ein... Der fällt gleich runter, ne? Nein? Achso, nee, kann er ja gar nicht. Wir haben ja da oben festgemacht. Ha. Und dann können wir jetzt hier wenigstens noch einen T hinsetzen. So, dann sehen die Rollleitungen wenigstens nicht total kacke aus. Also... Naja... Naja, ihr wisst, was ich meine. So, weil jetzt können wir nämlich Folgendes tun. Jetzt haben wir hier genug Platz geschaffen. Hä, okay, war der nicht die ganze Zeit da? Energy low. Nee, der war nicht die ganze Zeit da. Der ist immer noch problematisch. Spiel, du machst mir heute aber nicht leicht. Okay, dann gibt es nur noch den Weg, den ich nicht gehen wollte, aber offensichtlich gehen muss.
Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es wird. Nee, so wird's das nicht. Das muss es irgendwie anders werden. Damit könnte man das natürlich auch mal machen. Das habe ich noch nie gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, das werden wir gleich sehen. So, fängt schon mal damit an, dass wir hier nicht bauen können. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Folgeproblem. So, da reicht sich eigentlich auch der eine mit der einen Reling. So und so. Dann haben wir jetzt vielleicht auch die Möglichkeit, dass wir die Treppe anschließen können. Ja, können wir. Dasselbe auf der Gegenseite. So. Energy critical. Hab ich denn da gerade gemacht, ey? Eigentlich mag ich diese Treppen hier nicht sonderlich. Warum? Erkläre ich euch gerne. Wenn das Schiff nur ein bisschen Schräglage hat oder der Gravitationsgenerator kaputt ist, dann bleibst du ständig drin hängen. Aber Problem ist, wir haben, glaube ich, hier keine andere Wahl. Ja, hier fehlt noch eine. Okay, die muss natürlich auch noch gebaut werden. Ach genau, das war die, die ich eben falsch gebaut habe. So, und dann können wir jetzt hier runtergehen und alles ist fein. Alles nicht ganz. Mag es auch eigentlich nicht, wenn es so ganz so knapp. Wenn es so ganz so knapp ist. Du mit deinem Asphyxationsfetisch. So, jetzt aber. Okay, also. Und was wir dann gleich nochmal machen, ist, wir uns hier noch irgendwas über die, irgendwie ein bisschen über die Gänge Gedanken machen. Die gefallen mir auch noch nicht so ganz. Da müssen wir nochmal irgendwas Schöneres tun. So, was wir jetzt aber dann erstmal im nächsten Schritt machen, ist, wir machen jetzt hier mal provisorisch zu. Und weißt du, was wir auch noch machen? Wenn wir es machen, wie machen wir es eigentlich? Wahrscheinlich so. Oh, hier hätte ich sogar noch, dass ich noch eine Idee, was man noch hier einbauen kann. Was vielleicht auch gar nicht so unpraktisch wäre. Haben wir die noch irgendwo oder habe ich das wieder alles woanders benutzt? Ich habe natürlich wieder alles woanders benutzt. Weil die sehen nämlich nicht nur gut aus. Die machen auch dicht.
Und dann zu guter Letzt. Da gibt es dann wieder Luftschleuse für Arme. So, und rein terroristisch müssten wir jetzt eigentlich unter Druck setzen können. Also solange wir jetzt hier nicht zumachen zumindest. Und das probieren wir aus. Wir machen hier dicht. Ach stimmt, hier hatten wir... Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht für die Luftschleuse für Arme gewesen. Das schöne Hatch Door. Hätte das da reingepasst? Also an der Innenseite nicht, aber ich glaube, an der Außenseite hätten wir es tatsächlich machen können. Ja. Oder? Nee, können wir nicht, weil hier ist, das kann nur ein, das muss ja so ein Slide-Block sein, sonst können wir da nicht durch. Schade. Hätte ich an der Stelle gern. Wir können es höchstens hier machen. Ja, komm, nee. Wir wollen ja auch irgendwann noch das Schiff abschließen. Wir sind eh schon recht weit hinten hier. So viel Luft dafür haben wir gar nicht mehr, um es zuzumachen. Wir müssen nämlich eigentlich jetzt hier... Weißt du was? Wenn ich jetzt hier eh schon drüber nachdenke, können wir es eigentlich auch gleich einbauen, oder? Eigentlich können wir es gleich einbauen. So, weil dann kommt nämlich hier die Stelle hin. Da die Stelle. Oh, das geht auf. Ich breche ab. Das geht ja tatsächlich mal auf. Also ja, es geht auf, aber es sieht halt kacke aus dabei. Aber ich glaube, es kriegen wir gefixt. Warte. Ja, das ist schon... Muss ja auch nicht immer einer der kompliziertesten Wege sein. Okay, okay, das ist, ja. Sie nennen es ein Schiff. Ein schöner Name. Die USS, sie nennen es ein Schiff. Also kurz, und wenn uns hier oben das ganze Ding weggeratzt wird, dann können wir uns immer noch durch die Luftschleusen verpissen. Ja. Also ganz ehrlich, die Oberseite erfüllt mich jetzt nicht unbedingt mit dem größten Stolz aller Zeiten. Ist aber auch die Frage, ob sie das jemals tun wird. So, hier können wir noch ein bisschen Deko ranflanschen, einfach damit der graue Block hier nicht ganz so hässlich alleine an der Ecke rumsteht. Hm. Ja, und wie gesagt, die Idee war halt, dass wir hinten nochmal rein können, wenn was ist. Wenn wir das korrekt machen wollen. Ihr wisst jetzt, was kommt. So, weil dann können wir jetzt hier rein marschieren. Hier die Klappe aufmachen, hier reingehen. Hier runtergehen. Ja, vielleicht machen wir den noch einen. Doch, ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nach wie vor uneins. Hier ist zu. Er steht aber noch auf. Wo ist denn der Lauch? Was? Nö.
auch Spiel. Ernsthaft, es geht trotzdem durch die Platte durch. Nee. Jetzt geht's hier oben durch, okay? Wahrscheinlich der hier, ne? Es wird wahrscheinlich der da sein. Dagegen können wir glücklicherweise was tun, denke ich, weil es gibt ja Passagen. Weiß zwar gerade nicht wo, oder haben wir die überhaupt schon mal benutzt? Wahrscheinlich nicht. So, die packen wir mal wieder über die Gatling. Die wird sich freuen. Dann nehmen wir jetzt hier einfach diese wunderbaren Eckpassagen. Die sind nämlich prima, um genau solche Probleme zu lösen. So, wie schaut es jetzt aus? Beziehungsweise können wir spaßhalber hier mal zumachen kurz. Und wenn wir das tun und sagen, die Pressurize aus, dann kriegen wir das Ding hier unter Druck. Ich befürchte, wenn wir jetzt oben aufmachen, ist es gleich entdruckt. Deswegen machen wir mal hier zu, deswegen es nicht die komplette Luft flöten geht, sondern nur ein Teil. Und da ist er weg. Und dann stellt sich mir immer noch die Frage, wo ist er denn hin? Wo zum Geier ist unsere Luft gerade hin? Jetzt ist er auf jeden Fall ganz weg. Weil natürlich immer dann, wenn man an so einer Scheiße rumbastelt, geht die Energie platt, man muss tanken und es ist wieder alles im Eimer. So, finden Sie bitte den nächsten Lauch. Na, ist ganz gut, dass die Mod noch drauf ist. Also das Luft geht hier hoch. Das Luft geht hier die Treppe rauf. Und dann verpisst es sich durch die Armory Lockers durch. Okay, ich dachte mal, die machen dicht, aber anscheinend nicht. So, natürlich ist das hier dann auch nicht luftdicht. Das heißt an der Stelle, es wird nicht schön, aber... Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Weil was wir theoretisch auch... Ja, nee, können wir nicht. Weil wir einfach auf der anderen Seite keine Entsprechung dafür haben. Ich habe gerade überlegt, das mit den Schrägen zuzukleistern. Aber ich glaube, das wird dann so nichts. Also machen wir es jetzt so zu mit den Platten. Und er behauptet immer noch, irgendwas wäre nicht dicht oder hat er einfach noch nicht aktualisiert? Stopp und finde. Wo ist es jetzt? Hier. Sind die Teile etwa nicht dicht? Möchtest du mir das sagen, dass du ein Problem mit diesen Schrägen hast? Was, warum kann ich jetzt nicht setzen?
Warum zum Geil kann er diesen Block da nicht setzen? Findest du? Was mit dem Armory Locker nicht, oder was? Also, abgesehen davon, dass es anscheinend doch nicht dicht hält. Das ist schon mal das Erste, was damit nicht stimmt. Ja klar, aber... So, jetzt müsste aber eigentlich gut sein. Verstehe ich nicht. Also der geht hier hoch. Und jetzt verschwindet er. Okay, der verschwindet anscheinend offensichtlich tatsächlich in den Halbblöcken. Irgendwas stimmt ja auch nicht, oder? Die sehen irgendwie aus, als ob die nicht... Hä? Ist hier irgendein Teil nicht fest oder was stimmt hier nicht? Ja, da war ein Teil nicht fest. Heißt das etwa, dass wir jetzt doch mit den anderen arbeiten können? Damit ist hier wenigstens nicht ganz aus wie die letzte Brotbüchse. Ja, guck mal, da war dicht, da kam Luft raus. Ja, also ich meine, es ist immer noch sehr brotbüchsig, keine Frage, aber ja. Immerhin eine Brotbüchse, in der wir Luft kriegen. So, geilerweise können wir hier irgendwie kaum Licht drin machen. Doch, warte, können wir hier oben. Oder unten am Boden. Ich glaube, das mache ich hier lieber wieder. Nee. Nee. Wir machen es hier. So, aber für meine Cockpitbeleuchtung gilt wieder was. Die möchte ich nämlich sehr, sehr fahl haben. Und mit sehr, sehr fahl meine ich wirklich sehr, sehr fahl. 5 Meter und natürlich... Kriegt ihr dann jetzt hier so einen ganz dezenten Orangeton? Ja, so ist glaube ich gut. 160, 60, 0. So, wir kopieren die Eigenschaften natürlich und fügen sie hier ein. Ja, also dass das hier alles so einen Notbeleuchtungscharakter hat. Ja, das soll nicht blenden, das soll einfach nur... Okay, ja, okay, wir haben eine Brücke. Sagen wir einfach, wir haben eine Brücke, die zumindest die Grundprinzipien von Brückigkeit erfüllt. Wir haben jetzt natürlich im Heck haben wir ein bisschen... Jetzt hätten wir doch hochbauen können. Aber gut, einen Turm hätten wir trotzdem nicht raufgekriegt, der hätte wieder scheiße ausgesehen. Aber wir hätten... Nee, den hätten wir nicht, weil wir müssen ja hier rauslaufen. Das ist ja wieder... Unser Grundproblem. Immerhin, wir haben hier kein Luftdichtheitsproblem. Da habe ich mir schon Sorgen gemacht, weil das hätte ich nicht mehr zubauen können. Das mit den Dings hier finde ich gar nicht so schlecht. Hier finde ich nur blöd, dass man reinfallen kann. Aber warte mal, auch da
können wir uns vielleicht, weil zufälligerweise haben wir ja den Platz da gelassen, können wir uns ja vielleicht mit einer Passage helfen. Ich muss mir hier mal wieder. Die mit Licht natürlich nicht. Auch schön, das hat sich sogar schlecht gereimt. Das heißt, hier vorne können wir nicht mehr, weil da die Lampen hängen, aber die können wir zur Not weg. Die machen wir nochmal weg, komm. Ist eh der Ausgang. Auch Spiel, manchmal mit der Maus versehentlich hängen geblieben. Schön. Zack, ist wieder die Luft raus. So, was ich jetzt machen möchte an der Stelle ist. Die Frage ist, womit? Mit dem Cross? Nein. Mit dem Frame bestimmt nicht. Aber mit der Corner auch nicht. T-Junction ist genau das, was wir hier suchen. Und auf der anderen Seite nehmen wir jetzt einfach eine Windowed. Eigentlich macht es keinen Sinn, hier eine Fenster zu haben. Da können wir eigentlich die ganz normale Passage 2 nehmen. Oder die Passage 3. Die hat diese komischen Stangen. Ne, wir nehmen die 2. Ich glaube, ich will genau diese Stangen gerade nicht haben. Und die können wir jetzt können wir auch so hinstellen. Gucken wir, was wir nicht bauen können. Seufzt. So, hier können wir leider nichts mehr hinstellen, weil hier stehen dann schon die Armor-Blocks, die Armories, was ein bisschen schade ist, so aus Lichttechnikgründen. Was wir höchstens machen können, ist, wir sagen einfach, komm, an der Stelle gibt es hier hinten halt ein bisschen mehr Licht. So, solange es vorne an der Brücke nicht so krass ist und da nervt sie nicht, dann haben wir jetzt hier zumindest ein bisschen, ja, da sehen wir, was Phase ist, das ist gut. Hier geht es dann runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier, nee, doch, ich glaube, ich finde es ganz gut, weil dann kommst du hier noch relativ gut raus, ja. Ansonsten könntest du hier so gegen die Kante rennen, das ist blöd. Nur mal so. Nur mal so. Ja, finde ich, glaube ich, schöner. Finde ich an der Stelle tatsächlich schöner. Ohne das jetzt begründen zu können, es gefällt mir so einfach besser. So, hier können wir jetzt eh nichts mehr bauen, weil das ist das Fenster im Weg. Überlegt gern, ich hätte gerne noch irgendwo so ein bisschen Sitze gehabt, aber. Wo, ja? Wir haben nirgendwo Platz dafür. Können jetzt eventuell hier noch irgendwie einzelne Passagen rausreißen, aber nee. Vielleicht gibt es dann hier einfach keine Sitze. Sondern Sitze gibt es einfach nur irgendwo hier unten. Also hier vielleicht nicht, sondern eher so da. Da könnte man sich jetzt überlegen, dass man hier nochmal den einen oder anderen Passagier irgendwie. Oh, weißt du was? Das machen wir ganz einfach. Das machen wir so. Nee. So machen wir das. Weil die schließen nämlich genau mit der Höhe ab. Da gab es den Sitz auch. Den Sitz gab es nicht ohne. Ne, den müssen wir mit Tisch nehmen. Dann wird's das hier. So, ziehen wir nochmal die Luft rein. Wir brauchen nämlich mal Teile. Natürlich ein bisschen blöd ist im Moment noch. Wir können das ganze Ding nur unten durch die Luftschleusen unter Druck setzen. Gefällt mir nicht ganz so gut. Da hätte ich gern irgendeine andere Lösung gefunden, aber mir fällt zugegebenermaßen gerade keine vernünftige ein. Nee, da oben kann man nirgendwo mal durch, oder? Warte. Das könnte noch gehen. Das könnte noch funktionieren. Warte, pass mal auf. So.
Gefällt mir nur nicht, dass das jetzt schon wieder... Warte mal, wie ist denn das bei dem Kollegen? Wenn wir die T-Junction von dem nehmen, ist die dann dicht? Natürlich sieht das nicht, oder? Doch. Weißt du, wann die dicht ist? Die ist dann dicht, wenn hier unten noch ein Lüfter dran hängt. Jetzt kommt schon wieder so ein blödes Problem hier. Hier sind Lichter, die sind im Weg. Tut mir schrecklich leid. Ihr müsst leider weg. Ihr müsst weichen. Sonst können wir das nämlich jetzt nicht tun, was wir jetzt machen. Und zwar... Gut, dass wir aus irgendwelchen Gründen noch Teile an diesem Schiff haben. So, jetzt haben wir natürlich ein Business-Problem, dass wir uns hier unsere Lichtstärke etwas gelitten hat, aber irgendwas ist ja immer und wie gesagt, ich glaube, damit können wir an der Stelle leben. Das tut uns nicht weiter weh. Ist ja hier eh nur der Sitz des Captains. Gut, damit sind wir aber tatsächlich jetzt für den Moment erstmal durch. Kriegt man davon irgendwie irgendwas, was irgendwie ordentlich aussieht? So nicht. Dann müssen wir das so machen. Mal gucken, ob man das dann gut sehen wird. Wir gehen nochmal kurz raus. Wir machen von draußen auch noch einen. Nicht, dass ich glaube, dass sich da jetzt so viel geändert hat. Ja. Och ja, jetzt muss ich erst echt nochmal tanken, um einen Screenshot zu machen. Ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Nehmen wir da oben den Eingang, da gab es ja auch noch irgendwo was. Haben wir auch die Map mal wieder gesehen und uns daran erinnert, wie unglaublich hässlich dieser Raum noch ist und dass den irgendjemand mal irgendwie schön machen muss. Ich sag's dem Typ, wenn ich ihn nächstes Mal sehe, ne? Ja, es ist ein Schiff, ne? Es wird als solches funktionieren, denke ich mal. Hoffe ich mal vor allem. Nach unten haben wir immerhin ein paar Gatlings. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, dass... Ah. Komm, wir reden nicht drüber. Wir reden einfach nicht drüber. Auch hier, Mino-like. So, hier hinten ist halt irgendwie nicht mehr wirklich Platz, um noch irgendwas Größeres anzumontieren. Wir können uns dann in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen abspinnen, ob wir hier noch irgendwie was mit Deko machen wollen oder können. Ich glaube, viel geht hier nicht, aber wir können trotzdem mal schauen, vielleicht irgendwo noch... Können wir irgendwo noch was mit Relings oder so machen. Licht ist auf jeden Fall da. Wir hätten theoretisch die Brücke noch eins nach vorne setzen können. Da hätten wir uns hinten vielleicht nicht ganz so knödeln müssen. Aber andererseits finde ich das, glaube ich, ganz okay, dass das jetzt hier so ein bisschen abgesetzt ist. Ja, und beim nächsten Mal machen wir dann auch den Jungfernflug. Das heißt... Ja, das machen wir dann auch jetzt nicht. Die Abtrennung kommt dann erst später, weil Abtrennen heißt, wir müssen dann irgendwie auch einen Weg finden und... Oh. Wisst ihr, was wir noch nicht, im Moment noch nicht können? Im Moment können wir die Schüssel noch nirgendwo andocken, weil sie keine Konnektoren für nichts hat. Das heißt, da vielleicht können wir hier was machen. Hm, auch nicht schön. Oder hier hinten. Hier hinten ist wahrscheinlich noch der beste Weg. Wenn da nicht die Triebwerke im Weg wären. Ich freue mich. Aber gut, das wird ein Puzzle für die nächste Folgenversion von mir sein.
Mal gucken, wie die das löst. Da bin ich selber genauso gespannt wie du. Für die Folge auf jeden Fall erstmal Dankeschön wieder fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Miterleben. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Träumchen. In diesem Sinne, gute Nacht, bis dann. Tschüss.